Hallo, werte Spieleflut-Surfer, willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Let's Show hier auf dem Kanal Spieleflut. Und wie immer mit mir, dem Amano, weil das muss so sein, sonst könnte es gar kein Video geben. Und auch wieder mit dabei ist die Nashira. Hallo Nashira. Hallo. Wie läuft denn heute deine Anode so? Auf meiner Anode geht's ganz schön Kathode. Hahaha. Ein Witz für die Chemiker unter euch. Chemiker? Ja, zumindest kenne ich Kathode und Anode aus Chemie. Chemie? Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall gleich hier die Nashira, das definitiv. Oh Gott. Genau. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Genau, ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass das relativ schwierig wird und nicht so einfach. Und dann meinst du, dass du mich brauchst? Ja, weil das ist ja so ein, von der Art und Weise ja schon so ein Spiel, was deins ist. Ich meine, du hast ja Tetris damals auch geliebt. Ja, aber ich war nie gut darin. Also, ach so, ich habe kein einziges Tetris-Spiel geschafft in meinem Leben. Was? Wie, du hast kein einziges Tetris-Spiel geschafft? Ja, nein. So, wir müssen Ketten bilden. Jetzt haben wir da eine Kette. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass die verschwindet. Wow! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ja, wir wussten jetzt beide nicht, dass tatsächlich hier das Gamepad anfängt loszurattern. Alles gut. Atmen. Oh Gott, atmen. Wann gehen denn diese Ketten hier weg, ist es die Frage. Ja, wenn so ein Exploder kommt, den du daran verbindest, mit derselben Farbe. Wenn was kommt? Ein Exploder, die Dinger, die leuchten, das sind Exploder. Die Dinger, die leuchten, sind Exploder? Ja. Ist dir sicher? Ja, leg das... Egal. Wumm. Das heißt, was... Ach, scheiße, ich Idiot. Genau, jetzt hast du einen gelben Exploder mit einem gelben Stein verbunden. Und dadurch ist es explodiert. Du bräuchtest halt einen roten Exploder, damit du die große Kette da unten wegmachen kannst. Scheiße. Hä? Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht gerafft. Wenn ich ehrlich bin. Was genau? Wie das Spiel funktioniert. Das ist auch ziemlich komplex irgendwie. Jetzt hast du einen Exploder an die lilane Kette rangelegt. Ein Exploder? Ja, so ein leuchtendes Teil. Und die heißen so? Ja. Exploder? Ja, das stand im Tutorial. Echt? Ja. Okay. Sonst wüsste ich das so nicht. Und dadurch sind die... Und jetzt lege ich das auch wieder an die Kette? Genau. Und dann explodiert das gleich. So, nein. Doch. Ja. Verstehen tue ich es trotzdem noch nicht. Ich mache hier Dinge, habe keine Ahnung, was und überhaupt und wie. Genau. Genau. Aha. Das ist ja blöd, da komme ich ja nicht hin. Ah, du hast jetzt den Drehwitzen raus, ne? Vielleicht, ja. Ach cool, das geht sogar so über Kreuz, das ist ja geil. Ha. Wo lasse ich das jetzt? Lass das mal so. Ja, roter Explode. Ja. Oh, jetzt macht's kaputt. Jetzt die ganze Kette, okay. Genau. So läuft das. Okay. Und das ist ein weißer oder ist das jetzt so ein... Ich glaube, es ist ein gelber. Can explode everything. Ich glaube, das ist wirklich ein weißer gewesen, der alles explodieren lassen kann. Ah, ich glaube, dass ich es vielleicht doch so ein bisschen raus habe. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du es raus hast, wenn ich ehrlich bin. So ein bisschen halt. Ja. Das passt hier nirgendwo dran. Was sind wir das daran? Ah, sehr schön. Ja. Links. Ja, aber ich kann ihn nicht so bauen. Ah, dammit. Ne? Kann ihn nicht so bauen, wie ich möchte. Okay, also ich würde sagen, das ist hier Tetris mit der Komplexität hoch 10 oder sowas. So ungefähr, ja. Vor allem, weil du die verschiedenen Farben eben auch überkreuzen kannst. Das ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das echt ziemlich ziemlich verwirrend und komplex wird. Kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch gemerkt, also den Einstieg, der war für mich total schwer. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, doch. Nein! Och, was für ein Scheiß! Ich depp.
Ich deppel depp. Oh, sei nicht so hart zu dir. Yay! Kriege ich dich da weg, ja? Auf jeden Fall. Ja, das hat doch was gebracht, würde ich sagen. Ja, siehst du mal. Gelb. Gelb bringt mir jetzt hier nichts. Nee, leider nicht. Es wird irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Kann durchaus sein. Ja. Bam. So ein Rotner. Bam. Ach, das ist ja wieder so ein Vierer. Ja. Kacke. Und der, du passt, dann passt du aber genau. Da drauf. So. Und du passt nicht da drauf. Ah ja, das wird ja aber ganz schön. Ja, es ist ja ähnlich wie Tetris, das soll ja auch nicht leicht sein, ne? Ja! Yeah! Mach ein bisschen tiefer. Fumpfa, rum, bum, bum, bum. Rot. Ja gut, so halt. Immerhin. Du willst mir jetzt natürlich gar nichts. Nein. Ah. Scheiße, ich kann das nicht gebrauchen. Ich brauche was, mit dem ich... Nein. Ich muss was haben, wenn ich hier runterkomme. Nein, das ist alles Quatsch. Das könnte ein bisschen was bringen. Nee, jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Aus die Maus. Aus und over. Ganz ehrlich, das ist für mich zu kompliziert. Ich bin mal ganz, ganz ehrlich, da bin ich zu doof für. Gar nicht. Dito, es ist für mich genau wie Tetris, wenn ich ehrlich bin. So, ja, mal ein Minütchen nebenbei so ein bisschen, aber auch relativ schnell wieder zu hoch, zu komplex. Nee. Da bin ich zu doof für. Zu viel Geometrie, zu viel Mathematik. Geometrie und Mathe ist da gar nicht mit bei, aber ich bin einfach zu doof dafür. Es geht um Formen, also um Geometrie für mich. Das diskutieren wir mal in Ruhe aus, ob wirklich Geometrie hier eine Rolle spielte. Okay. Aber das machen wir ohne euch. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal sagen eure Nashira und euer Amano. Bis dann. Tschüss.